Hallihallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie wir vom gemalten Kunstwerk auf Papier das digitalisieren können und dann so wunderschöne Produkte auch unter anderem gestalten können. Also bleibt dran. Produkte mit seinen eigenen Designs zu erstellen, das ist so ein ganz toller Meilenstein, den glaube ich ganz viele haben. Und da werde ich so häufig auf Instagram gefragt, wie ich das mache und wie ich da vorgehe. Und ich möchte euch heute nämlich wirklich einmal zeigen, Schritt für Schritt, wie ich meistens vorgehe und noch ein paar Tipps und Tricks auf dem Weg euch zeigen. Hier habe ich zum Beispiel, die kann man in meinem Shop kaufen, das sind Notizblöcke oder auch hier dieses Notizbuch, das Bullet Journal, das ist entstanden mit Goldbuch zusammen. Da habe ich denen quasi die fertigen digitalisierten Blümchen von mir geliefert und die haben das dann drucken lassen. Oder das hier, das Blümchen, das habe ich auch mal gemalt und dann ist das jetzt hier ein Mauspad geworden. Da habe ich dann mein Design auf dieses Produkt gelegt und drucken lassen. Und genauso hier wie bei denen hier. Das sind meine eigenen Blümchen und Designs, die so typisch sind tatsächlich auch für mich. Und ich habe euch jetzt hier einfach mal ein paar Zitronen gemalt und zeige euch mal, wie ich jetzt hier vorgehen würde, um zum Beispiel ein A5-Bild oder Print zu digitalisieren. Genau, also im Prinzip den Weg, den ich euch jetzt zeige, wenn es einmal digitalisiert ist, könnt ihr das dann so nehmen und auf als Print drucken lassen, als Postkarte, als Notizbuch oder auf dem Einkaufszettel raufsetzen oder. Also da könnt ihr euch dann ganz frei bewegen damit. Schritt Nummer 1 ist natürlich erstmal, dass ihr auf Papier euer Design gemalt habt. Ich male das gerne auf nicht zu rauem Papier. Wenn das Papier zu rau ist, dann sind die Kanten, zum Beispiel bei Aquarell ist das jetzt so, sehr ausgefranst und dann fällt uns das tatsächlich in der Digitalisierung schwerer und wir haben, wenn wir Pech haben, einfach viel mehr Arbeit. Deswegen wirklich gerne eher in Richtung Cold Pressed gehen, beziehungsweise auch einfach, wo die Oberfläche nicht ganz so rau ist. Schritt Nummer 2 wäre dann schon der Scan. Ich habe einen Epson XP215. Ich werde immer gefragt, ob es ein ganz besonderer Scanner sein muss. Im Prinzip nicht. Also auch schon die normalen Multifunktionsdrucker-Scan-Lösungen schaffen es auch wirklich sehr gute Scans und vor allem farbecht zu scannen. Also es ist wichtig, dass unser Bild, so wie wir es gemalt haben, dann auch so eingescannt wird von den Farben und dass wir kaum Farbverschiebungen haben. Das ist, glaube ich, so die größte Hürde beim Scannen. Bevor ihr den ersten Scan macht, wenn ihr mehrere hintereinander macht, dann braucht ihr das nicht machen, ist einmal die Glasplatte zu reinigen, damit wir ganz wenig Staub und Dreck auf unserer Platte beim Scannen haben. Einfach mit einem Tuch einmal drüber wischen. Das Papier drauflegen und einmal anschalten. Ihr öffnet nun eure Einstellungen für den Scan. In der Regel habt ihr dann auf eurem PC, wenn ihr mit Windows arbeitet, ein extra Plugin, eine App, eine Anwendung, die dort installiert wurde, die mit dem Drucker kam. Das ist so Plug and Play, funktioniert das meistens. Sobald der Drucker angeschlossen ist, installiert sich das wahrscheinlich in der Regel selbst. Das öffnet ihr einmal, das Programm. Bei mir funktioniert das über den Mac, über den Drucker und Scanner. Dann gehe ich auf Scan, gehe erstmal auf Scanner öffnen. Die verschiedenen Scannermarken haben auch ihre eigenen unterschiedlichen Scan-Programme, Anwendungen. Das heißt, bei euch wird das wahrscheinlich nicht genauso wie bei mir aussehen, gerade wenn ihr auch keinen Epson-Scanner habt. Wenn ihr mit Canon arbeitet, sieht das vielleicht auch nochmal anders aus. Wichtig ist, dass ihr nicht also zum einen Auflösung, aber auch den geringsten Scan verwendet, sondern zum Beispiel, vielleicht manchmal heißt es auch Büromodus, manchmal heißt es auch professioneller Modus. Hier müsst ihr euch mal ausprobieren. Ja? Also wenn ein Scan für ein Bild zum Beispiel 15 Minuten dauert, ist das zu lang, dann funktioniert das auch nicht. Dann habt ihr an den Einstellungen, müsst ihr euch noch ein bisschen ausprobieren. Hier wähle ich jetzt bei mir in den Einstellungen auf jeden Fall Farbe aus. Mindestens 300 dpi. 300 dpi reichen für die meisten Druckprojekte aus. Wenn ihr eher großformatig drucken wollt oder Poster zum Beispiel, dann eher 400 oder 600 bitte auswählen. Bei mir reicht aber 300 dpi. Wenn ich 600 auswähle, dann habe ich einfach ein ganz großes Bild mit vielen Pixeln und die Verarbeitung dauert einfach deutlich länger. Deswegen reichen mir einfach die 300. Ich habe dann weniger Bearbeitungszeit. Rendering ist ein bisschen geringer vom Zeitaufwand her.
und eigene Größe verwenden. Kann ich ausschalten. Jetzt nimmt er mir hier das komplette A4. Na, da scannt er das jetzt. Und wichtig ist, ich möchte als JPEG scannen, nicht als PDF, sondern als JPEG. Dann wählt ihr noch euren Ort aus. Bei mir scannt er das immer auf dem Schreibtisch. Und hier könnt ihr euch schon euren Namen ändern. Zitronen Aquarell. Und hier könnt ihr auch schon eine Bildkorrektur machen. Das mache ich aber hier nicht, sondern ich möchte so, wie es ist, einscannen, die Bildkorrektur und alles andere mache ich dann zum Schluss. Ihr könnt hier auch schon Staubentfernung eingeben, mache ich alles nicht. Ich drücke auf Scannen. Denn Staub, falls da sich noch irgendwie kleine Fusseln oder so versteckt haben, die ich jetzt beim Scannen sehe, werde ich die dann im Bildbearbeitungsprogramm bearbeiten. So. Ich mache mir dafür schon mal Photoshop auf. Wer kein Photoshop hat, der kann es gerne auch auf anderem Wege probieren. Es gibt einfach so viele verschiedene Programme da draußen, dass ich einfach, Photoshop ist einfach das gängigste, mit dem ich auch arbeite. Deswegen zeige ich euch es einfach hier an diesem Programm. Ich weiß, dass es kostenpflichtig ist und viele fragen auch nach kostenlosen Alternativen. Probiert auch gerne Freistellungs-Apps auf dem iPad oder auf dem Handy aus. Grundsätzlich aber ist Photoshop das Ding, womit man tatsächlich im Grafikbereich jetzt arbeitet, um solche Digitalisierungen zu erstellen. Ich erstelle mir erstmal eine Arbeitsfläche. Hier kann ich mir aussuchen Pixel Millimeter. Das ist jetzt hier die Vorgaben, das ist jetzt A5 bei mir, also diese 105 mm mal 148. Hier ist, wenn ihr es drucken lassen wollt, zum Beispiel auch bei Prints, gerne auch die Millimeterangabe, so das Format eines A5 oder eines A4 genormt in einer Standardgröße. Und dann hat man in der Regel 3 mm pro Seite noch Beschnitt. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Format und wenn ich jetzt das als A5 drucken lassen möchte oder als A6 Postkarte, dann muss ich immer noch den Beschnitt mit hinzufügen. Das heißt, ich habe dann nicht Komma, sondern ich habe ja hier Millimeter. Ich gebe mal Zentimeter ein, das ist einfacher. Genau, also dann hier 11,1. Wenn ich 11,1. Also wenn ich jetzt hier die 6 mm Beschnitt, also an jeder Seite, also 3 plus 3 sind 6 und Höhe auch oben unten, jeweils 3, also dann insgesamt 6, die 14,8 plus 6 jetzt noch drauf, das heißt wir haben hier 15,4. Oh. Ja, aber in der Regel ist das bei den Druckern, wenn ihr auch Online-Druckereien verwendet, dann steht das da auch da, wie viel Beschnitt ihr zufügen müsst. Wenn ihr es selber ausdruckt, dann müsst ihr den Beschnitt gar nicht unbedingt mit zufügen. Drucken auch bitte dann auf CMYK wechseln und erstellen. Dann gehe ich auf Öffnen und öffne mir über den Schreibtisch mein Zitronen-Aquarell. Das ist jetzt mein Workflow. Ich nehme jetzt das Bild und ziehe mir das hier rein. Das mache ich, indem ich einfach nur mit der linken Maustaste hier auf dieses Bild klicke und dann hier in das erste Tab wechsle. Und dann habe ich hier, wenn ich meine Ebenen einmal geöffnet habe, hier über die Ebenen kann ich hier meine Zitrone sehen. Ich habe es jetzt zweimal natürlich drin, einmal lösche ich jetzt. Über die Command-T-Taste ziehe ich mir das Bild jetzt hier kleiner oder über Transformieren. So, dass es quasi in meiner Arbeitsfläche drin liegt. Und wenn ihr eure digitalen Daten nur für Online-Grafiken verwenden wollt, dann reicht, wenn ihr statt CMYK RGB-Farben eingestellt habt, wenn ihr hier eure Arbeitsfläche öffnet. Das noch so am Rande. Okay, mit dem Zauberstab-Tool, das klicke ich jetzt einmal an, da haben wir dann hier eine Toleranz. Und diese Toleranz, die bearbeitet, die ist grundeingestellt, glaube ich, so bei 100. Die gebe ich jetzt mal ein. 100 ist hoch. Da klicke ich jetzt hier einmal rein. Und zwar in den Teil, den ich eigentlich gerne schon mal so weglöschen möchte. Ja, also hier in die weiße Fläche. Jetzt könnt ihr hier sehen, wenn ich ranzoome, dass hier
der Teil, der innerhalb dieser gestrichelten Linie liegt, der bleibt stehen und alles, was drumherum liegt, wird gelöscht. Das heißt, hier dieser Teil am Blatt würde stehen bleiben und der Rest des Blattes wird gelöscht werden. Das ist natürlich, so sieht es dann aus. So wollen wir das natürlich nicht haben. Das heißt, ich muss mit der Toleranz etwas runtergehen, damit weniger eingemarkert wird, aber hier seht ihr, dass diese transparenten Bereiche vom Blatt nicht mehr mit genommen werden. Das heißt, wir haben hier immer noch ausgefranste Sachen. Das heißt, ich gehe nochmal Command Z, ich gehe nochmal zurück und gehe jetzt mal auf die 30 und klicke nochmal drauf. So, und dann haben wir hier zum Beispiel das Problem, dass das hier noch stehen bleibt, aber dafür haben wir jetzt hier alle Blätter wunderschön noch stehen und der Rest drumherum. So, ich lasse das jetzt so, weil das hier, den Randbereich, kann ich ganz easy weglöschen, ja, mit dem Radiergummi. Ich möchte aber hier diese transparenten Blätter, die möchte ich schön stehen haben. Okay, dann Command D. Damit kann ich wieder diese gestrichelte Linie im Prinzip jetzt ausblenden, das Zauberstab-Tool. Wechsel jetzt, indem ich auf E klicke, beziehungsweise hier in meiner Werkzeugleiste auf den Radiergummi. Ja, und habe jetzt hier im Prinzip mein Radiergummi in der Größe. Möchte den jetzt ein bisschen größer machen, das heißt mit der rechten Maustaste, beziehungsweise Control in Mac, und dann könnt ihr hier den Radiergummi vergrößern. Ich mache den jetzt hier mal groß und lösche hier diesen Teil. So. Zack, weggelöscht. Hier haben wir jetzt noch das Problem, dass da noch ein bisschen weiß ist. Ich wechsle nochmal auf das Zauberstab-Tool und versuche hier klicke ich auf diese Seite, das lösche ich weg. Und wechsle nochmal auf den Radiergummi, den ich etwas kleiner mache und habe hier die Punkte weggelöscht. Okay, so, jetzt sieht man hier ganz gut, okay, sieht ja erstmal alles ganz fein aus. Ich habe jetzt hier meinen Hintergrund gelöscht, klicke auf das Schloss, das ist meine weiße Ebene. Wenn ich die ausschalte, kann ich hier sehen, okay, so würde das aussehen ohne Hintergrund. Manchmal ist es so, dass man einen anderen farbigen Hintergrund wählen möchte. Ich mache das jetzt einfach mal, indem ich eine Farbe auswähle, die vielleicht ein dunkleres Gelb ist oder so ein Orangeton. Das könnte man vielleicht passend dazu übernehmen. Ungefähr so. Beziehungsweise irgendwas, vielleicht auch einfach blau, dann sieht man das auch ganz nett. So sieht es doch ein bisschen vom Kontrast her jetzt besser aus. Okay, ich wechsle wieder auf meine Zitronenebene. Ich benenne das mal Zitronen und Hintergrund. So. Ich arbeite hier in meiner Zitronenebene, das ist wichtig. Und ihr seht jetzt hier die Ränder, die sind ganz schön ausgefranst. Also wenn wir wirklich mit Druckprojekten arbeiten, dann wollen wir es einfach schön sauber haben und gehe dann im Prinzip hier mit meinem Radiergummi rein, den ich ganz klein mache und versuche hier so ein bisschen zu glätten. Ja, also hier kann ich jetzt nochmal so schön die Ränder etwas glätten und zum Beispiel auch, ich habe hier zum Beispiel so einen kleinen Punkt oder hier nochmal so einen Fleck, den ich vielleicht gar nicht haben möchte. Dann kann ich auf mein Stempeltool gehen. Der ist jetzt ganz groß eingestellt. Ihr seht den Kreis. Den stelle ich runter. So. Und dann klicke ich, genau, also ihr müsst dann, ich mache das über die Option-Taste. Dann kommt hier so ein Zielpunkt. Und da klicke ich erstmal rauf, weil ich im Prinzip jetzt hier kopieren möchte. Also ich möchte jetzt von einer anderen Stelle die Farbe, ich klicke einmal drauf. Hier seht ihr das. So, na, also jetzt bin ich hier außerhalb meines Blattes und der kopiert die Stelle, die ich hier mit diesem Zieltool angemarkert habe. Also ich mache das über die Option-Taste, klicke einmal rauf und dann nimmt er genau diesen runden Bereich, den ich hier angemarkert habe und damit kann ich jetzt woanders dann raufklicken. Also Zieltool mit der Option-Taste halten, einmal klicken,
habe dann hier mein grünes Bereich und den kann ich so lange halten. Also ich mache jetzt gar nichts, sondern der wird jetzt automatisch übernommen. Und ich klicke jetzt auf den Bereich, den ich gerne überstempeln möchte und klicke da einmal mit der linken Maustaste drauf, Punkt, ist es weg. Und genauso mache ich das hier auch. Also ich suche mir hier nochmal naheliegend etwas raus, mache hier einen Punkt. Hier sieht es jetzt, muss jetzt hier ein bisschen mehr klicken, einfach weil man jetzt gesehen hat, dass dieser helle Bereich außenrum, das hätte jetzt nicht gepasst. Auch hier sieht man zum Beispiel noch ein paar kleine Flecken. Das kann Staub sein oder auch Aquarell. Und kann dann mit dem Radiergummi hier den Rand noch mal ein bisschen verschönern, falls ich da überstempelt habe. Okay, soweit, so gut. Hier zum Beispiel auch, hier ist es wirklich ein bisschen doller ausgefranst. Kann hier noch mit meinem Radiergummi einfach ein bisschen was verändern. Und wer es jetzt ganz genau machen möchte, das kommt ja immer so drauf an, gerade bei solchen bunten Hintergründen, ist, dass ich meine Zitronenebene nehmen kann. Mach einen Doppelklick, gehe auf hier, Kontur, klicke ich rauf und nehme eine Farbe, die komplett kontrastreich ist. So, ne, so ein schönes Giftgrün. Setze hier die Größe, da muss ich mal gucken. Ihr seht jetzt hier schon, so, ne, dass ich hier den Rand aller Elemente habe. Ich setze das jetzt hier mal auf 7, das kann ich ganz gut sehen. Und diese kleinen Pünktchen hier, das sind überall noch Sachen, die noch nicht weggelöscht sind. Also ich gehe auf jetzt wieder auf den Radiergummi und möchte wirklich komplett alles das, was nicht dargestellt werden soll, kleine Pünktchen, die ich jetzt so mit dem bloßen Auge erstmal gar nicht sehen kann, die lösche ich hier erstmal weg. Ja, also ich zeige es hier. Oh. So, hier nochmal an diesem Punkt. Diesen kleinen Punkt hier, den habe ich nicht gesehen mit dem bloßen Auge, aber mit der Kontur kommt er zum Vorschein und kann die Sachen jetzt erstmal alle weglöschen und zum Beispiel hier diese schrubbligen Sachen, die kann ich jetzt hier auch nochmal so ein bisschen glätten. Und hier steht noch was vor, hier noch ein bisschen glätten mit dem Radiergummi dann. Und das war es auch schon. So, ich klicke nochmal doppelt drauf, nehme die Kontur raus, weil die brauche ich nicht wirklich. Den Hintergrund, gut, den finde ich jetzt nicht ganz so schön. Wir lassen einfach mal weiß. Und kann jetzt hier über das Korrekturfeld gehen. Mache jetzt hier mal ein bisschen Tonwertkorrektur, einfach noch ein bisschen Pep reinzubekommen, noch ein bisschen in der Helligkeit. Und die Sättigung finde ich auch immer ganz nett, wenn man die noch so ein bisschen erhöhen kann, noch ein bisschen mehr Farbe reinkriegen. So sieht es schon ganz nett aus. Ich zeige euch mal vorher, nachher, vorher, nachher. Ja. Und damit kann man, falls ihr Scan-Farbunterscheidungen habt, die jetzt nicht so doll sind, sondern euer Scanner ist trotzdem noch gut, könnt ihr dann mit den Korrekturen einfach noch ein bisschen was, Korrektur schreibe ich mal hier drüber, noch ein bisschen was ausgleichen. So. Und jetzt kann ich hier das zum Beispiel einfach groß ziehen und so einen Zitronen Blatthintergrund einfach machen. Ne? Also ich kann natürlich auch noch in Photoshop jetzt hier noch ein bisschen Sachen auch verschieben, wenn ich das möchte. Über das Lasso-Tool kann ich jetzt hier reingehen. So. Und kann jetzt hier mein Blatt zum Beispiel auch hier oben ransetzen. Ein bisschen was drehen und verschieben. Aber das würde jetzt zu weit gehen, sondern ich mache das jetzt hier einfach so ganz groß. Dann habt ihr hier einen schönen Hintergrund und könnt jetzt zum Beispiel noch ein Lettering draufpacken oder aber auch hier mit dem Schrifttool auch noch was draufschreiben und dann habt ihr einen zitronigen Hintergrund im Prinzip. Dann fehlt jetzt nur noch als letzter Schritt der Export. Und zwar wichtig ist übrigens auch, dass diese Datei einmal bitte abzuspeichern als Photoshop-Datei. Ich nenne sie Zitronen. Und das bitte gleich am Anfang, denn wenn ihr die Datei gleich am Anfang speichert in eurem Projektordner, könnt ihr auch, falls Photoshop abstürzt, wird es automatisch gespeichert. Wenn die nirgendwo abgespeichert ist, eure Datei, dann kann es sein, dass eure Dateien komplett verloren gehen, das, was ihr alles bearbeitet habt. Ich habe einen extra Projektordner dafür.
Das ist hier 2021, da habe ich jetzt hier schon zwei Projekte drin. Mache einen neuen Ordner auf, Zitronen. Und hier speichere ich dann meine Photoshop-Datei. Okay, exportiere mir, exportieren als, das jetzt als JPEG. Also ich habe hier dann die Auswahl, PNG oder als JPEG. Brauche ich jetzt nicht. Wichtig hier nicht konvertieren, Farbprofil, wer das braucht. Ja, das kann man manchmal für Druckdaten, dass man das dann einbetten muss. Brauche ich jetzt nicht. Alles exportieren. Zitronen, ich schreibe dann meistens für die finale Datei Export Zitronen. Gerne auch noch das Datum, ne, weil vielleicht kommen Änderungen und dann braucht man irgendwie, dann hat man immer so Zitrone neu zum Beispiel abgespeichert. So. Und dann mache ich das hier einmal zu. So, und kann jetzt hier in meinem Projekteordner, habe ich jetzt hier meine Datei digitalisiert von dem Scan, der eigentlich mal so aussah. Und ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir gern. Und ich freue mich auf eure Ergebnisse, auf euer Feedback. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin.